Die meisten Driver haben eine Einstellmöglichkeit von verschiedenen Dingen. Einmal unten in der Regel hier, wo der Schaft reingeht, am sogenannten Hosel und oft noch mit einem Gewicht. Heute erkläre ich, wie das Ping-Hosel funktioniert, warum man das überhaupt umstellt und was man damit umstellt und wann man das halt wirklich tut. Zunächst habe ich hier einen Driver, der hat erstmal per se einen sogenannten Loft, also wie die Schlagfläche ist, von 10,5 Grad. Und im Standard sehen wir hier an der Seite einen kleinen Pfeil und einen unten auf dem Hosel, also auf dem Teil, was am Schaft sitzt, einen kleinen runden Punkt. Das ist die Standardeinstellung. Dann hat der Driver die 10,5 Grad, wie sie auch hier aufgedruckt sind. Wenn man das ändern möchte, dann geht das wie folgt. Es gibt Drehmomentschlüssel. Diese Drehmomentschlüssel wurden früher bei jedem Driver immer mitgegeben. Das ist heute nicht mehr unbedingt so der Fall. Wobei, meines Wissens nach, und auch ich mache das so, gibt es eigentlich nur eine Grundsorte Drehmomentschlüssel. Ich kann also jeden Drehmomentschlüssel, ob da nun ein Logo von Callaway, Telemate, Titus, wie auch immer draufsteht, kann ich nutzen, um den umzustellen, wenn er halt unten den passenden Bereich hat. Da gab es mal ein paar andere ältere Schlüssel, die nicht so ein Torx, wie sich das nennt, Schlüssel haben hier unten, aber alle aktuellen sind quasi identisch. So, dann packe ich mir den hier oben rein, drehe den auf, es kann nichts weiter passieren, bis die Schraube wirklich locker ist. Bei dem Ping-Hose ist es so, dass es nicht immer alleine rausgeht. Das ist konisch, zieht sich also sehr stark rein. Wenn das dann eine ganze Zeit da drin fest sitzt, ist das nicht so. Was kann man machen? Was ich immer mache, ist den einfach mal, man hört es schon, locker auf die Erde oder auch so ein bisschen schräg auf die Erde mit dem Schaft. Natürlich, wo es nicht hart ist, dass der Griff keinen abkriegt. Und dann rüttelt er sich schnell los. Gucken wir uns das mal genauer an. Ping nennt diese Konstruktion Trajectory Tuning 2.0. Es gab bis zum G400, meine ich, ein etwas anderes Hosel, das konnte man etwas anders und weniger verstellen. Und dann haben die Ingenieure gesagt, wir hätten gerne mehr davon und haben es neu gemacht. Und G425, G410, G430, da ist das identisch geblieben, sodass da auch alle Schäfte einfach nur im Falle eines Wechsels umgeschraubt werden können. Genau das machen wir auch im Fitting jeden Tag. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schraube, ständig. Der Name sagt das eigentlich schon, es geht um Trajectory, also Flugbahn-Tuning. Und das ist der Punkt dabei. Wenn ich dauerhaft mit dem angegebenen Loft, einem zum Beispiel 10,5 Grad, zu hoch bin, etwas in meinem Ballflug, dann kann ich beim Ping das um 1 und 1,5 Grad flacher stellen oder auch in die Gegenrichtung 1 und 1,5 Grad hinzufügen. Ich habe also einen Driver, 10,5 ist die Mittelposition, den ich zwischen 9 und 12 Grad variieren kann. Es macht keinen Sinn, das immer zu machen, bloß weil mal ein paar Bälle hochgehen. Ich empfehle, um das zu ermitteln, einen, ja, mit Kreide, mit dem Aufkleber, mit was auch immer zu schauen. Startet der Ball in der entsprechenden Höhe, wenn ich ihn einigermaßen in der Mitte treffe und dann erst die Entscheidung zu treffen. Warum? Die ganzen Driver sind nicht gerade gebaut, sondern die sind gewölbt. Das heißt, unten habe ich weniger Loft und oben mehr. Und wenn ich dann halt oben treffe, habe ich ganz schnell mal 2 Grad sowieso schon mehr Loft. Also schlage ich hier oben mit 12,5 Grad und hier unten mit vielleicht 1,5 Grad weniger. Die Fläche ist nicht ganz identisch gebaut, das hat einen guten Grund bei Ping, das hat eine Spin-Kontroll-Funktion, dass der Spin nicht zu viel oder zu wenig wird bei hohen oder tiefen Treffern, das möglichst gleich bleibt. Bei diesem Hosel ist es dann so, dass immer die Einstellung, die auf diesem Pfeil ist, das ist, was passiert und das ist hier sehr schön aufgedruckt. Das Ping-Zeichen ist neutral, minus 1, minus 1,5 und plus 1 und plus 1,5. All diese Hosel setzen ja dann den Schaft leicht schräg ein und es wird immer noch ein bisschen zum Teil der sogenannte, also der Winkel der Schlagfläche, wie er zum Schaft steht und auch der Leihwinkel etwas mit angepasst. Wobei das bei Ping bei dieser Konstruktion sehr wenig ist. Es gibt dann noch eine zweite Einstellung, Flat, das heißt der Driver hat weniger Leihwinkel. Bei Flat sind das fast 3 Grad und das ist ein Punkt, wenn er flacher ist, hat er etwas weniger Tendenz nach links rüber zu gehen, etwas weniger Hook-Tendenz.
Wir messen mit unserer Technologie, die wir am Abschlag haben, auch den sogenannten dynamischen Lie, also wie er tatsächlich steht. Denn wenn ich die Hände tiefer habe, die Hände höher habe, stelle ich den ja auch mehr auf die Spitze oder auch eben mehr nach oben, den Driver. Und das kann ich damit noch tunen. In der Einstellung Flat habe ich den Standard selbstverständlich und Plus und Minus 1 Grad zur Verfügung, um ihn zu verstellen. Anschließend, wenn ich dann gesagt habe, ich möchte, dass der Ball im Schnitt etwas flacher startet, bisschen weniger Spin kriegt ihr auch dazu, dann schraube ich ihn als Beispiel hier mit minus 1,5 ein, nehme meinen Drehmomentschlüssel. Und das Gute an so einem Drehmomentschlüssel ist, dass ich die Schraube nicht beschädigen kann, ich ihn aber definitiv immer fest habe. Und an einem bestimmten Punkt gibt es dann ein Knackgeräusch. Ich mache es meistens zweimal. Dann ist er sicher befestigt. Dass man den nochmal nachziehen muss, kann man mal machen, aber meistens hält das so sehr gut. Schön ist, dass ich dann bei dem Driver viel Variabilität habe, was Loft angeht, wenn sich mein Schwung entwickelt, wenn ich meinetwegen eine andere Teehöhe mir ausgesucht habe, wenn ich verschiedenste Dinge entwickle, das Ganze kann mitwachsen. Einen kleinen Nachteil hat so ein Hosel in der Regel auch, das ist immer ein bisschen Gewicht, wobei der Ping-Adapter sehr wenig Masse hat, sodass nach wie vor die Maximalwerte für Fehlerverzeihbarkeit problemlos erreicht werden können.